Ja, hallo, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Videoblog. Heute gibt es mal ein kleines Making-of von einem sehr, sehr spannenden Shooting, das ich hatte. Spannend aus zwei Gründen. Ich hatte ein spannendes neues Model, das heißt, das Model ist nicht neu, nur das war unsere erste Zusammenarbeit. Sarah Novak, aktuelles Playmate August und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Und das zweite Spannende war unser Shooting-Accessoire, nämlich ein großer Fallschirm. Mit dem sind wir hier auf eine Kohlehalde in Aschaffenburg gefahren und haben hier ein ziemlich dreckiges Shooting gemacht. Und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an die Bianca Windischmann, die das Make-up gemacht hat und die vor allem uns beim Shooting sehr unterstützt hat, indem sie die Sarah auf der Leiter gehalten hat und dabei extrem dreckig geworden ist. Also an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank, Bianca. Und natürlich auch meine ganze Helfer, weil ihr könnt euch vorstellen, so ein großer Fallschirm, den kann man nicht alleine bändigen, sondern dazu braucht es Helfer. Ich hatte also insgesamt vier kräftige junge Herren, die mir hier den Fallschirm gehalten haben. Und und ein drittes Spannendes habe ich sogar noch vergessen, denn ich habe noch eine sehr spannende Linse mit am Set gehabt, das Petzval-Objektiv. Petzval ist ein Kickstarter-Projekt, das ich zum Ziel gesetzt hat, das erste optisch konstruierte Objektiv von 1840, eben das Petzval-Objektiv, neu aufzulegen. Und dieses ist mit Canon und Nikon-Anschluss erhältlich. Und mit dem habe ich noch ein paar spannende Porträts gemacht, wie ich finde. Das Bokeh ist sehr speziell. Ich mag es, gefällt bestimmt nicht jedem. Aber ich finde eine sehr, sehr spannende Geschichte und vor allem so diese Idee, so ein ganz uraltes Objektiv, bei dem die Blende mit Form von Metallblättchen, die man in das Objektiv in den Strahlengang steckt, eingestellt wird, finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Schaut uns einfach beim Shooting zu und wer Lust hat, mal an so einem Fallschirm-Shooting oder wer interessiert, noch genauer interessiert, wie sowas vonstatten geht, was man beachten muss und so weiter. Ich habe nächsten Sonntag, den 20. Juli, noch ein paar Plätze frei. Es sind aktuell, heute ist Samstag, aktuell glaube ich noch zwei oder drei Plätze frei. Wer Lust hat, schreibt mich an. Ich poste nochmal den Link zum Workshop unter dem Video. Es wird dabei sein wieder die Sarah und die Bea. Bea auch ein ganz tolles Model. Ich war mit ihr letztes Jahr auf Mallorca und wir haben ganz, ganz tolle Bilder gemacht. Sie hat extra passend zum Fallschirm passende Corsagen sich schneidern lassen. Also es wird ein ganz besonderer Workshop und wer noch dabei sein will, ich habe irgendwie vergessen, das genauer kundzutun, weil das ist die Wiederholung vom Samstag. Wir haben am 19. haben wir den Workshop schon mal. Dann war die Nachfrage sehr groß, schnell ausverkauft. Dann haben die beiden Damen gesagt, sie bleiben noch einen Tag länger. Wie gesagt, wen das interessiert, einfach mal unter das Video schauen. Da ist der Link zum Workshop. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns demnächst hier wieder. Ciao.